Hallo ihr Lieben, willkommen zurück in Space Engineers. Hier ist es ziemlich dunkel, habe ich gerade festgestellt. Das werden wir gleich mal ab. Weil das stört mich ein klitzeklein wenig. Ich kann hier mal ein paar Beleuchtungselemente anbringen. Das ist ja wirklich erträglich. Ich mache das eigentlich. Scheibenkleister. Ah. Okay, wir brauchen mehr davon. Es ist immer noch so dunkel. Aber es ist besser wie nichts, ne? Dann machen wir das hier selber, dasselbige hier auch nochmal. Da dann da hinten auch nochmal. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ziemlich dunkel. Hier gerade mal eine Kuppe. Ja, das sieht schon ein kleines bisschen besser aus. Hier vorne ist natürlich noch nicht sehr viel Beleuchtung, aber da können wir mal ganz kurz eine Lampe, einen Scheinwerfer reinknallen, den wir dann später wieder drin. Kann man machen, ne? Auf jeden Fall besser wie ohne Licht. Ist schon krass. Dann sollte ich vielleicht da oben auch noch eine hinzaubern. Was den Schatten hier so wirft, ne? Gut, das lassen wir erstmal so. Dann natürlich hier unsere Helmlampe auch wieder an. Dann werden wir mal das Heck zumachen. Und hier könnte man. Könnte. Ja. Set. Das ist das steht. Nein. Genau, hier machen wir dasselbige.
hier müssen wir dann später richtig zumachen. Haben aber noch Lampen bzw. Waffen noch dazwischen. Gut, dann haben wir das. Hinten haben wir hier alles zu. Ja, dann machen wir das Heck hier zu, würde ich sagen. Das war hoch. Das war der Plan. Hier bauen das Heck zu. Damit wir hier dann auch später Sauerstoff reinkriegen. Jetzt hier da den Anschluss gemacht, ja, genau. Anschluss gemacht. Dann führen wir diese Schräge mal weiter nach dort vorn. Schauen wir uns die Farbe nochmal. So. Das funktioniert hier genauso. Ist gut. So, da wieder dran drauf. Zack, genau. Lassen wir das mal auf. Das Schweißen kein Geräusch. Schweißen geräuschlos. Soll mir recht sein. So. Mal jetzt hier. Das da müsste man dann anschrägen, auch hier nach hier. Und ein paar Blöcke. Wir haben jetzt da ungefähr vier, oder? 1, 2, 3, 4, genau. Hier drüben auch so. Block dran. Selbiges auf anderer Seite. Sie benötigen Stahlplatten. Was haben wir denn hier so Hübsches? Da haben wir es. Wo war ich da? Dann schweißen wir das schnell. Lustig, dass das Schweißen kein Geräusch macht. Das ist beim letzten Mal auch schon so. Meine, wir sind im All, ne? Ohne Luft etc. Andere Geräuschkulisse ist vollkommen. Mal gespannt, wie sich das Geräusch anhört, wenn wir das Sauerstoffdicht haben hier.
viele mögen diesen realistischen Sound nicht. Ich finde das wiederum super klasse. Ich glaube, da müssen wir dann mal anfangen, irgendwas zu machen. Zwecks der Anschrägung. Jetzt dann mit den Schrägen weiter. Ja, aber das Stückchen, also das müssen wir noch komplett so zumachen. Ja, würde ich sagen. Dann muss man das hier auch noch anschrägen, sonst wird das nichts. Vier Stück, ja. Also die normalen. Ich habe hier ganz vergessen. Man sehe und staune. Busch! So schnell durch, ne? Finde ich jetzt nicht lustig. Ich drehe das mit dem Mausrad deswegen. Knattel ich das mal. So, da haben wir zu. Hier unten müsste noch einmal fehlen. Genau. So, dann schweiße ich bloß mal den Rand hier auf erstmal, den Anschluss gut sehen kann. So, knifflig. Theoretisch könnte man hier noch eine Tür einbauen. Müssen wir dann gleich mal schauen. Man direkt das Türchen. Müssen wir echt mal schauen hier.
bleibt weiterhin spannend. So, für mich zumindest, ob das hier dicht wird. Für euch auch. Und das lassen wir jetzt mal so. Dann mal andere Seite. Da gegebenenfalls die Türe machen. Wie hoch sind wir eigentlich? Okay, ich bin sogar zufälligerweise richtig rum. Haha. Jetzt sehen wir das erste Mal vorläufig als Türe an. Das ist der Plan. Habe ich das so lange gemacht, dass wir jetzt auch kennen, ne? Wir wissen es nicht. Okay. Jetzt knifflig. Jetzt wird's knifflig. Wir brauchen hier schwere. Dann das hier noch. Schauen wir mal. Jetzt nehmen wir mal hier die Nummer 7. Überhaupt dann so. Dann die Nummer 8. Das wird so nix. Das, den können wir auf jeden Fall dahin zaubern. Da wird nichts. Also da können wir nicht so agieren, wie ich das gerne hätte. Ich hatte den auch noch keine Mühe gegeben, das vielleicht mal anzupassen. Oder die 7 nochmal. Ist da nicht hin. So, genau. Ist auch eine blöde Lücke, ne? Müsste man da wieder gerade ausfüllen, glaube ich. Wir machen das mal schnell zu hier. Also die Ecke sieht ja gut aus. Dann können wir da die auch noch mal dicht machen. Also. So, dann können wir das hier auf jeden Fall mit der Nummer 6 ausfüllen. Nicht ganz. Wir könnten das doch, könnte man. Nee, kann man nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Ich würde das nämlich gerne über das drüber ziehen, so wie da. Wir nichts hinmachen, aber wir können das so überlappen lassen. Der Plan. Genau, so war der Plan. So war der Plan. Man das hier noch einmal so machen? Könnte man das hier noch mal mit der 8 anschrägen? So ungefähr. Dann passt das zwar hier unten nicht mehr. Aber da sehen wir mal jetzt drüber weg, weil wir da keinen Block setzen können. Ne, das funktioniert nicht. So, was können wir da machen? Wir könnten den dorthin setzen, dann müssten wir aber den da hinsetzen. Mal da gerade zu machen.
müsste man unten auch geradezu machen. Ist das zwar nicht mehr hübsch, beziehungsweise nicht so hübsch, aber das Beste, was wir momentan haben. So, das machen wir da so zu. Da kommt noch mal ein gerader Block rein. Können wir hier den da hinsetzen? Hier noch mal schnell gucken. Irgendwie kacke aus, ne? Das da sieht irgendwie kacke aus. Dann können wir da gleich so einen anderen einsetzen. Unser typisches Loch. Das ist Kacke hier, ne? Das ist Kacke. Wenn ich den so rum reinsetze, sieht es blöd aus. Und wenn ich den so rum setze, sieht es blöd aus. Wie wir es setzen, es sieht blöd aus. Jeden Fall zur Türe dann rein. Sie auch gleich anschrägen. Weil ich glaube, dass das hier dann ein Problem sowieso gibt. So. Aufpassen, ja, hier. Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.